Letzten Samstag gab es auf der Autobahn bei Wil einen Unfall mit einer Falschfahrerin. Die Geisterfahrerin kam mit unbestimmten Verletzungen ins Spital und der Fahrer des Lieferwagens, der kam mit leichteren Verletzungen davon. Das ist doch erstaunlich, wenn man sich die Geschwindigkeiten vorstellt, die hier im Spiel gewesen sind. Vor 60 Jahren, da sind Unfälle noch ganz anders verlaufen. Die Autos waren nachher richtige Schrotthaufen. Berühmt ist dieses Experiment, ein Crashversuch mit einem 59er Chevrolet gegen einen 2009er Chevrolet. Und dann sieht man, der alte Chevrolet, der ist völlig zusammengedrückt, inklusive Fahrerkabine, und der neuere, der hat da vorne die Knautschzone, aber die Kabine, die ist praktisch noch intakt. Die Knautschzone wurde schon 1951 zum Patent angemeldet und Mercedes hat dann 1959 ein Auto nach dieser Vorgabe gebaut, also harte Passagierkabine und vorne und hinten einen weichen Teil. Heute macht man Crash-Versuche en masse und publiziert dann die Ergebnisse. Hier, das ist, glaube ich, der neue europäische Standard. Ein Auto kommt mit 50 km pro Stunde gegen einen Amboss-Wagen, der mit 50 km pro Stunde entgegenfährt. Die Überdeckung ist 50% und die Crashzone dieses Amboss-Wagens hier, die ist so aufgebaut, dass sie da progressiv gestaucht wird. Dann kann man eben sehen, auch wie stark da die Crashzone des Autos ist. Das Auto ist mit zwei Dummies vorne ausgerüstet und auf dem Rücksitz, da gibt es dann die Kinder-Dummies. Ich weiß nicht, wie viele, aber vielleicht einer oder zwei. Dann steht da in diesem Bericht, dass eben die Aufprallkräfte, die werden ins Fahrzeug eingeleitet, so dass eben die Energie gut absorbiert werden kann. Was das physikalisch bedeutet, werde ich jetzt dann gerade erklären. Nun, die Knautschzone, die muss eben so aufgebaut sein, dass die Fahrgastzelle eben möglichst nicht zerstört wird, damit die Insassen auch keine schweren Verletzungen abbekommen. Ich mache jetzt ein vereinfachtes Experiment. Ich nehme zwei gleiche Autos und die fahren mit 20 Meter pro Sekunde und 10 Meter pro Sekunde aufeinander los. Das heißt, mit 72 km pro Stunde und 36 km pro Stunde. Das hier ist die positive Richtung. Das brauche ich, um den Impuls festzulegen. Der Impuls, das ist die Bewegungsmenge, die ist im von links kommenden Fahrzeug, also in positive Richtung fahrenden Fahrzeug, positiv und im entgegenkommenden Fahrzeug ist dieser Impuls eben negativ. Das heißt, während des Stoßes fließt der Impuls von einem Fahrzeug zum anderen durch diese Knautschzone und da wird Energie umgesetzt. Nun, die Frage stellt sich ja, was sind dann jetzt Kräfte? Ich erkläre das anhand eines Schnittbildes. Das heißt, wenn man jetzt die beiden Autos separat freischneidet, dann ist die Impulsstromstärke bezüglich eines Fahrzeuges eine Kraft. Das heißt, da wo der Impuls rausgeht, gibt es eine negative Kraft und da wo der Impuls reingeht, gibt es eben eine positive Kraft verglichen mit der ausgewählten positiven Richtung. Also Impulsstrom ist das Wesentliche, Kraft, das ist einfach so eine Definition über dem Impulsstrom. Ich zeige jetzt diesen Vorgang im Flüssigkeitsbild. In diesem Bild wird der Impuls zu einer Flüssigkeit. Die Erde wird zu einem riesigen See, mit dem man beliebig viel Impuls austauschen kann. Und die Objekte, also hier die Autos, werden zu zylinderförmigen Töpfen mit der Masse als Grundfläche
und der Geschwindigkeit 20 Meter pro Sekunde minus 10 Meter pro Sekunde. Das sind die Füllhöhen. Jetzt kann man sich das Ganze viel besser vorstellen. Das heißt, wir können den Impulsinhalt rechnen, das sind 1200 Kilo, Querschnitt, mal Füllhöhe 20 Meter pro Sekunde, das gibt 24.000 Kilogramm Meter pro Sekunde. Man kann natürlich auch 24 und dann Kilo schreiben für 1000 und man kann statt Kilogramm Meter pro Sekunde kann man auch Newton mal Sekunde nehmen. Das ist die gleiche Einheit. Entsprechend hat dann das gegenkommende Fahrzeug einen negativen Impuls. Querschnitt mal negative Füllhöhe. Das gibt eben dann 12.000 Kilogramm Meter pro Sekunde oder eben 12 Kilonewton mal Sekunde. Wir können jetzt auch die kinetische Energie in diesem Bild erkennen, das ist nichts anderes als die potenzielle Energie. Also wenn ich 24 kN Sekunde von der Erde da hineinbringen muss, das passiert ja beim Anfahren, man muss mit den Rädern Impuls ins Auto bringen, damit sich das Auto bewegt, dann muss ich diesen Impuls im Durchschnitt 10 Meter pro Sekunde anheben. Im Maximum 20, aber am Anfang ist ja die Füllhöhe 0 und am Schluss ist sie Maxima, also nimmt man die Mitte, also den Durchschnitt. Das gibt 24 kN Sekunde mal 10 Meter pro Sekunde. Das gibt dann 240 Kilowattsekunde. Das ist die kinetische Energie. Die kinetische Energie ist die Energie, die zusammen mit dem Impuls gespeichert wird. Auf der anderen Seite muss man den Impuls aus dem Auto rauspumpen. Das kostet natürlich äquivalente Energie. Wir haben hier 12 kN Sekunde, die raus mussten. Mittlere Pumphöhe 5 Meter pro Sekunde. Das gibt 60 Kilowattsekunde. Kilowatt mal Sekunde. Damit haben wir schon mal Impuls und kinetische Energie aus dem Bild heraus gelesen. Und jetzt kann man den Gesamtimpuls rechnen. 24 minus 12, das gibt 12 kN Sekunde. Und das verteilen auf beide Fahrzeuge, also wie kommunizierende Gefäße. Und das gibt, wenn man es ausrechnet, eine Endgeschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie viel Impuls ist geflossen. Das sind 15 Meter pro Sekunde, das ist das Absinken des Pegels, mal 1200, das gibt 18 Kilonewton Sekunde. So viel ist geflossen, hier weg und kommt hier an. Und die mittlere Fallhöhe ist 15 Meter pro Sekunde. Wieso? Die maximale Fallhöhe ist 30 Meter pro Sekunde. Die minimale ist 0. Der Durchschnitt ist 15 Meter pro Sekunde. Multiplizieren wir also Fallhöhe mal Menge, also Fallhöhe mal geflossene Menge. Das gibt 270 Kilowatt mal Sekunde. Jetzt schauen wir einen einzigen Moment an. Das heißt, ich habe jetzt eine Geschwindigkeit von 15 Meter pro Sekunde. Also hier ist die Geschwindigkeit um 5 Meter pro Sekunde schon mal runtergekommen. Hier habe ich minus 5 Meter pro Sekunde. Da ist das die Geschwindigkeit schon um 5 Meter pro Sekunde hochgefahren worden. Also von minus gegen 0. Ich nehme an, dass der Impulsstrom, das regelt die Knautschzone, dass der Impulsstrom jetzt 240 kN sei. Das ist der Strom, nicht mehr die Menge, und der Strom wird eben in Newton bzw. Kilonewton gemessen. Die aktuelle Fallhöhe ist 20 Meter pro Sekunde, also wenn 240 kN Impulsstrom um 20 Meter pro Sekunde runterfallen, dann bekommen wir eine aktuelle Leistung 2,4 Megawatt. Das ist natürlich beachtlich, aber das dauert nur sehr, sehr wenig lang. Nun können wir die
die wegfließende Impulsmenge, also 240 kN fließen ja weg, das ist das, was hier weggeht, durch den Querschnitt dividieren, und dann bekommen wir Impuls, Strom geteilt durch Masse. Das gibt dann die Absinkgeschwindigkeit in diesem Bild und das ist die Beschleunigung in Wirklichkeit. Das sind 200 Meter pro Sekunde im Quadrat minus, weil die Geschwindigkeit ja abnimmt. Das sind 20 G, das ist also eine enorm hohe Beschleunigung. Auf der anderen Seite haben wir die gleiche Masse, da fließt die Menge ja zu, also gibt es eine positive Beschleunigung. Und jetzt können wir die Stoßzeit rechnen. Wir wissen vom Bild vorher, 18 kN/Sekunde müssen fließen. Die Stromstärke habe ich mit 240 kN mal als konstant angenommen. Und dann bekommen wir eine Stoßzeit von nicht einmal einer Zehntelsekunde, nämlich 7,5 Hundertstelsekunde. Ich kann jetzt auch die Verformung der Knautschzone rechnen. Ich muss ja nur diese Zeit mal die mittlere Relativgeschwindigkeit. Die maximale Relativgeschwindigkeit, haben wir gesehen, ist 30 Meter pro Sekunde. Die minimale am Schluss ist 0. Die mittlere ist 15 Meter pro Sekunde. Und dann bekommen wir eine totale Verformung von 1,125 Meter. Und die müssen sich die Autos halt teilen. Das gibt dann etwa nicht ganz 60 cm Verformung, also ziemlich viel. Aber es sind auch relativ hohe Geschwindigkeiten. Nun schauen wir ein Problem an, wo das eine Auto doppelt so schwer ist wie das andere. 2000 kg gegen 1000 kg. Die Geschwindigkeiten sind immer noch 20 und minus 10 Meter pro Sekunde, also 72 und 36 entgegenkommend. Kilometer pro Stunde. Wir können wieder die Impulsmenge rechnen, Querschnitt mal Füllhöhe. Hier natürlich negative Impulsmenge, weil die Geschwindigkeit negativ ist. Wir können die Energie rechnen, die kinetische, also Impulsmenge mal 10 Meter pro Sekunde und hier Impulsmenge mal 5 Meter pro Sekunde. Und da sieht man, die kinetischen Energien sind ziemlich ungleichmäßig verteilt. Aber das ist nicht das Thema. Nicht die kinetische Energie ist entscheidend, sondern wenn es jetzt zum Ausgleich kommt, dann muss man den Impuls zusammenzählen. 40 minus 10 gibt 30 kN/Sekunde. Durch 3000 Kilo dividieren, das gibt eine Endgeschwindigkeit von 10 Meter pro Sekunde. Das heißt, die eine Geschwindigkeit hat um 10 Meter pro Sekunde abgenommen. Die andere Geschwindigkeit hat um 20 Meter pro Sekunde zugenommen. Wir haben gesehen, das dauert 7,5 Hundertstelsekunde. Das ist weniger als ein Augenaufschlag. In dieser Zeit ändert das eine Auto die Geschwindigkeit um 10 Meter pro Sekunde und das andere sogar um 20 Meter pro Sekunde. Also wer im leichteren Fahrzeug sitzt, der erlebt erzwungenermaßen die höhere Geschwindigkeitsänderung und wenn man nicht angegurtet ist, dann fliegt man mit dieser Geschwindigkeit gegen die Windschutzscheibe. Denn das Auto kommt einem dann ja entgegen, also die Scheibe kommt einem entgegen im Auto drin. Ja, wie viel Impuls fließt? Also 10 mal 2000, das gibt 20 kN/Sekunde fließt. Die mittlere Fallhöhe ist immer noch 15 Meter pro Sekunde. Das gibt eine Energie von 300 Kilowattsekunde. Oder man kann auch sagen Kilojoule, wenn man die andere Einheit lieber hat. Diese Energie muss absorbiert werden und die Frage ist, ja, wer absorbiert diese Energie? Das schwere oder das leichte Fahrzeug? Beide gleich oder der eine mehr und der andere weniger? Und das ist die Frage der Kompatibilität. Ich habe hier die Kraft, das wir haben ja gesehen, eine Impulsstromstärke bezüglich eines Fahrzeuges ist eine Kraft. Es sind ja dann immer zwei Kräfte im Spiel. Das nennt man übrigens Aktion gleich Reaktion. Ich sage, die Knautschzone soll zwischen 160 kN
und 240 Kilonewton steif sein. Und zwar beide. Das heißt, beide Knautschzonen sollen genau gleich hart oder genau gleich weich sein. Und dann soll halt das schwere Fahrzeug doppelt so viel Energie aufnehmen wie das leichte. Dann sieht die Knautschzone im Kraft, das ist der Weg hier, also die Verformung, im Kraftverformungsdiagramm sieht dann so aus für das leichte und für das schwere sieht das so aus. Jetzt kann man die Fläche rechnen unter dieser Kurve, das gibt nämlich wieder die Energie. Also 200 kN mal wie viel gibt 100 respektive 200 Kilowattsekunde oder Kilojoule? Das ist genau ein halber Meter und ein Meter. Das heißt, das schwere Fahrzeug müsste also eine Knautschzone mit Verformung von einem Meter zur Verfügung stellen und das leichte Auto dann nur einen halben Meter. Das wäre fair. Wer sollte das festlegen? Und die Antwort ist ganz klar. Das hätte der Gesetzgeber schon vor 50 Jahren festlegen sollen. Denn die Physik, die ist älter als 50 Jahre. Es ist nichts passiert in diese Richtung und das ist sehr, sehr fatal für alle Leute, die einen Unfall hatten. Ich habe jetzt hier noch, das sind irgendwie simulierte Daten, noch eine andere Kompatibilität, also die Stoßzone zwischen allen Fahrzeugen sollte auf gleicher Höhe sein. Wenn nämlich das eine Auto das andere überfährt, dann wird es sehr gefährlich für die Passagiere. Ja, die Leute sind ja heute angegurtet und haben noch Airbags. Und die Frage ist jetzt, was machen die Passagiere? Ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, das ist schon über 20 Jahre alt. Ich nehme zwei Güterwagen mit je einem Klotz befestigt über Federn. Die Geschwindigkeiten, die sind im Moment so, also Start war der linke Wagen 3 Meter pro Sekunde und der rechte, der ist stillgestanden und das ist jetzt eine aktuelle Situation. 2,9 Meter pro Sekunde bewegt sich immer noch der Klotz, 2,1 Meter pro Sekunde dieser Wagen 0,9 und der Klotz, der ist auch schon ein bisschen in Bewegung geraten. Dieser 12-Tonner da, der hat schon 0,2 Meter pro Sekunde. Und da sehen Sie, was passiert, wenn der Impuls fließt. Denn der fließt ja aus dem linken Fahrzeug zum rechten, inklusive Klotz. Wenn der Impuls rückwärts fließt, das ist hier der Fall, aber auch beim anderen hier, der Impuls kommt ja so rein, dann hat man Zug. Da unten hat es noch ein bisschen Reibung, wenn der Impuls quer fließt, hat man Scherung und wenn der Impuls vorwärts fließt, dann gibt es Druck. Das heißt, das ist das Flüssigkeitsbild für den Klotz. Das hier für den linken Wagen, rechter Wagen, linker Klotz. Und der Impuls, der fließt ja dann eben hier raus durch den Wagen durch. Da kommt vom Wagen noch mehr mit, dann geht es dann hier durch die Puffer und am Schluss fließt der Impuls oder ein Teil davon in diesen Klotz und ein Teil bleibt dann im rechten Wagen drin. Ich will aber etwas anderes zeigen, das sind vier Körper und je nach Geschwindigkeitsprofil fließt ja der Impulsberg hinunter und überall, wo der Impulsberg hinunter fließt, da wird Energie oder eine Leistung umgesetzt. Gehen wir zurück auf das Auto, der Klotz, das, und die beiden Klötze sind die beiden Fahrer, die Fahrzeuge, die Wagen sind dann die Autos. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen Stoß der Fahrzeuge und dann noch dem Abbremsen der Passagiere. Und wenn man jetzt im leichteren Auto sitzt, ist man noch nicht ganz viel schlechter dran wie der andere, wenn man mehr Weg hat. Das heißt, die Passagiere im leichteren Auto, die sollten mehr Weg haben, damit sie den Impuls, den sie abgeben oder aufnehmen müssen, über längere Zeit verteilt abgeben oder aufnehmen. Und dann wird eben der Stoß für die Passagiere sanfter. Das heißt,
Deshalb setzt man ja Airbags ein, die ja wirklich dann eine Verformung machen. Man macht die Gurten so, dass sie auch nachgeben und Energie aufnehmen. Ich denke, da ist sehr, sehr viel Potenzial drin. Und wenn man heute an den Schulen im Physikunterricht beginnt, das so plausibel und bildlich zu erklären, dann haben wir vielleicht in 30 Jahren Politiker, die wissen, wie man Gesetze im Straßenverkehr machen muss. Hier noch das Kra die Kraftbilder. Ich zeige hier einfach nochmal die Regel. Da geht der Impuls raus, negativer Kraftpfeil. Da geht der rein, positiver Kraftpfeil. Das ist Aktion, Reaktion. Hier geht der Impuls raus, negativer Kraftpfeil. Hier geht der rein, positiv. Das ist Aktion, Reaktion. Hier geht der Impuls raus, negativ. Hier geht der rein, positiv. Die vertikalen Kräfte, die gehören zu einem anderen Impuls, nämlich zum Vertikalimpuls. Die möchte ich nicht weiter diskutieren. Aber aktuelle Reaktion haben wir auch bei der Reibung. Impuls rein, Impuls raus oder hier Impuls raus, Impuls rein. Also was ich erzählt habe, ist absolut kompatibel mit dem Kraftbild. Mercedes rühmt sich schon 1981 Airbags und Gurtstrammer eingebaut zu haben. Das nützt natürlich nicht sehr viel, wenn nur die einen Autos toll ausgerüstet sind und die anderen nicht. Also in der Schweiz wollte der Bundesrat schon 1976 die Gurtenpflicht einführen. Da hat aber jemand Beschwerde eingelegt gegen eine Buße bis vor Bundesgericht. Dann wurde vom Bundesgericht gesagt, es bestehe keine gesetzliche Grundlage, also musste man ein Gesetz machen. Dann wurde ein Referendum ergriffen und erst am 30. November 1980 wurde das Gesetz vom Volk relativ knapp angenommen. In der Zwischenzeit sind Dutzende von Menschen gestorben, weil sie keine Gurten getragen haben. Das ist keine falsche oder leere Behauptung. Schauen Sie mal die Straßenverkehrstoten an in der Schweiz seit 1970. Das war der traurige Rekord mit fast 1800 Toten pro Jahr. Heute sind wir auf 200. Das sind immer noch 200 zu viel. Der technische Fortschritt, der hat sehr, sehr viel gebracht. Natürlich auch die Verkehrsregeln, dass man nicht mehr so besoffen Auto fahren darf und so weiter. Aber ich behaupte, wenn man die Ingenieure und auch die Politiker besser ausgebildet hätte in der Physik, dann hätte man europaweit Zehntausende von Menschenleben retten können. Übrigens noch wegen der Abstimmung von vorhin, es ist noch interessant, wenn man die Resultate nach Kantonen anschaut in der Schweiz, also die Abstimmung 1980 über die Gurtentragpflicht. Da sieht man 51,6 Ja, es war also relativ knapp. Und dann sieht man, wie die Kantone unterschiedlich abgestimmt haben. Zum Beispiel Wallis nur 13,7 Ja oder der Jura nur 14,5% Ja. Also die ganze Westschweiz und auch Tessin haben ziemlich hoch verworfen, aber ich denke auch Westschweizer und Tessiner sind heute mehr am Leben wegen diesem Gesetz.